Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir testen heute Burger Buns. Ich war in allen möglichen Discountern und habe mir Buns oder Hamburger Brötchen gekauft. Und die werden wir jetzt alle miteinander vergleichen. Freut euch drauf. Ja, wir haben hier Buns von Netto, Aldi, Lidl, Penny, Kaufland, Edeka. Das sind so die gängigsten Discounter, die wir hier haben. Ich weiß, Rewe gibt es auch noch, aber der wäre relativ weit weg hier. Von daher haben wir hier 6 verschiedene und zwar jeweils 2 verschiedene Typen von Buns. Und zwar haben wir da einmal diese Premium-Buns oder diese Brioche-Buns und einmal diese normalen, die sich dann auch noch meistens Hamburger Brötchen auf Deutsch nennen. Ich habe hier mal so eine Liste fertig gemacht, wo ich so die wichtigsten Sachen zusammengestellt habe. Und ja, damit man die eigentlich vergleichen kann, es ist relativ schwierig, da große Unterschiede festzustellen, insbesondere beim Preis. Der ist nämlich fast immer gleich. Klar, da ist wahrscheinlich die Konkurrenz sehr, sehr groß unter den Herstellern oder unter den Supermärkten. Das heißt, fast immer sind diese Brioche-Buns 4 Stück 1,69 und hier meistens 6 Stück oder auch schon mal 4 größere. Aber das Gewicht ist dann gleich für 99 Cent. Lediglich aus der Reihe tanzt dann hier Kaufland. Diese Blockhaus-Buns, die sind, da sind nur 2 drin, die sind etwas schwerer. Merkt man auch direkt, wenn man die Packung in der Hand nimmt. Dafür sind die aber auch teurer. Also ich sag mal, während wir hier noch bei den anderen so einen Einzelpreis haben von 42 Cent, sind wir da schon bei 80 Cent. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Gesamt für 2 Stück waren 1,59. Wie gesagt, 4 Stück 1,69. Wir haben natürlich auch dabei von Edeka, die ich bis jetzt immer am besten fand, diese Premium Brioche Buns. Mal gucken, ob das nach dem Test anders ist. Ja, bin ich auch gespannt. Ja, du wirst gleich mitprobieren. Wir haben natürlich auch ein Bierchen zum Neutralisieren des Geschmacks zwischendurch. Ich weiß, hinkt ein bisschen, schmeckt aber besser. Und ja, also was mir tatsächlich auch noch aufgefallen ist, ich sag mal so, ich habe auch Salz und Zucker, Zusatzstoffe so ein bisschen mit verglichen und natürlich die Inhaltsstoffe. Da tut sich insgesamt nicht so viel. Generell der Unterschied zwischen den Brioche-Buns und zwischen den, ich sag mal, klassischen Hamburger-Brötchen ist eigentlich der, dass da meistens noch ein bisschen Milch oder Vollmilchpulver drin ist oder Ei und Ei. Außer in diesen, die sind nämlich vegan. Aber ansonsten tut sich da nicht viel. Der höchste Zuckeranteil mit 11 Gramm pro 100 hatten wir bei Aldi, bei denen hier. Bei den Brioche-Buns von Aldi. Den niedrigsten Anteil hatte tatsächlich auch dann wiederum dieses von Kaufland mit 6,2 Gramm. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Mal gucken, ob sich das im Geschmack nachher auch niederschlägt. Und ja, das war es eigentlich auch schon an großen Unterschieden. Das, was ich noch festgestellt habe, ist halt der Hersteller der meisten Brötchen in Sachen Burger Buns oder Hamburger Brötchen, nenne ich sie mal, weil es meistens steht drauf, Hamburger Brötchen in Deutsch, weil das die klassischen alten sind. Das steht auf fast jedem drauf, also irgendwie, ja, vielleicht liegt es aber auch am Hersteller. Weil wir haben nämlich also alle diese hintere Reihe komplett, egal aus welchem Supermarkt, zumindest bis auf 2 und da wissen wir es nicht, weil die von Edeka, die hier, da ist kein Hersteller angegeben und hier bei Netto ist auch kein Hersteller angegeben. Aber alleine die Aufmachung der Brötchen, der Verpackung lässt es naheliegen, dass es auch derselbe Hersteller ist. Aber steht halt dran, für Netto oder für Edeka hergestellt. Ansonsten haben wir hier bei den restlichen, und so steht es auch auf der Packung drauf, WBAC GmbH aus Böhnen. Also letzten Endes erklärt das natürlich, warum die Inhaltsstoffe fast gleich sind. Der Preis ist fast gleich, weil es nämlich fast die gleichen Brötchen sind. Ja, die Brioche-Buns sind hergestellt von unterschiedlichen Herstellern aus Deutschland oder Frankreich. Ja, und dann wollen wir, würde ich mal sagen, auch so langsam zum Geschmacklichen kommen. Oder erstmal zum Geruch und zur Optik.
Das heißt, wir werden einmal so eine Packung öffnen. Erstmal so das Geruchsgefühl beim Öffnen. Achso, was mir noch aufgefallen ist, was ich auch für relativ wichtig halte, alle enthalten Alkohol. Das heißt, wer ein Problem hat mit Alkohol, kann die alle nicht kaufen. Kaufen schon, aber er sollte sie vielleicht nicht essen. Weil, also das sind nur geringe Mengen. Ich glaube, für Kinder ist das jetzt nicht dramatisch. Aber für jemanden, der ein Alkoholproblem hat, ist das wahrscheinlich schon dramatisch. Und da achte man ja irgendwie gar nicht drauf. Also ich habe zum Beispiel nicht drauf geachtet, bis ich mir die ganzen Zutatenlisten durchgelesen habe. Weil diese Brötchen werden zum Haltbarmachen mit Alkohol oder die Folien mit Alkohol bedampft, damit sich das Ganze natürlich länger hält. Das erklärt dann wahrscheinlich auch, Alkohol tötet ja auch Keime, Haltbarkeiten bis zum Beispiel hier, wahllos rausgegriffen, was haben wir jetzt? Also noch über einen Monat. Wenn man jetzt normales Brot beim Bäcker kauft, ist das, glaube ich, nicht so ewig haltbar. Hier noch anderthalb Monate, also die sind natürlich schon relativ lange haltbar. Also da solltet ihr drauf achten, das könnte gefährlich werden. In unserem Fall ist es eher Latte. Wie viele Brötchen muss ich essen, damit ich voll bin? Einige. ja, wir fangen mal an. Wir packen einfach mal so ein bisschen aus und legen die hier hin. Dann natürlich, wie gesagt, das Geruchserlebnis beim Öffnen der Packung. Für mich persönlich schon wichtig, wenn ich es noch nicht kennen sollte. Wir fangen an mit Netto. Die riechen okay, nicht so aufdringlich, aber man merkt direkt den buttrigen Geruch, der jetzt schon deutlich nachlässt. Also ist okay. Dann die Größe und die Optik. So, legen wir mal dahin, mal übereinander. Aldi. Die sehen auch ziemlich gut aus, finde ich. Ähnlicher Geruch natürlich, das liegt an der Butter. Der ist aber nicht so intensiv wie die, was mir persönlich ziemlich gut gefällt. So, dann mal raus damit. Etwas heller. Zack, zack. Rein optisch, beide sehr schön. Dann Lidl. Ähnlicher Geruch, würde ich sagen, liegt so zwischen den beiden, ist also auch völlig okay. Die scheinen ein minimal kleiner zu sein, das heißt, sie dürften ein etwas höheres Gewicht oder eine etwas höhere Dichte aufweisen. Ansonsten auch rein optisch ziemlich gut. Dann Penny. Ja, die gehen geruchstechnisch so in die Richtung Aldi, also auch schön dezent, nicht zu aufdringlich. Gefallen mir gut. So. Farbe, also hier eine auffällig schöne Farbe, finde ich so. Das leuchtet richtig schön golden. Gehen auch so in die Richtung von Aldi. Dann Kaufland, die veganen. Da riecht man eigentlich kaum Butter, so gut wie gar nicht. Könnte daran liegen, dass keine drin ist. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke doch. Die Optik ist eher nicht so schön, finde ich. Also da haben sich die anderen Hersteller ein bisschen mehr Mühe gegeben. Man guckt natürlich auch immer so ein bisschen, wo verläuft die Schnittkante. Ups. Die Schnittkante, ihr seht's, ist ziemlich weit unten. Dass wir also hier so eine dicke Haube drüber haben, ist nicht ganz, ja, ist schwierig. Also das ist schon, wenn ich jetzt ein Burger-Video mache und da ein Foto von mache, habe ich hier echt so einen fetten Deckel drauf. Das ist nicht meins. Aber wir sind ja erst bei Optik, vielleicht überzeugen wir absolut durch Geschmack. Dann hier natürlich die Klassiker von Edeka. Sehr guter, angenehmer Geruch.
bis jetzt so in einer Liga mit Penny und Aldi, würde ich sagen. Die sind also wirklich gut. Die sind ja auch bekannt, weil ich die eigentlich bisher fast immer gekauft habe. Die Optik stimmt. Ich möchte mal behaupten, da tut sich jetzt nicht so viel, ne, zu Aldi. Das ist also schon ziemlich ähnlich. Und hier einigermaßen schön durchgeteilt in Mitte und beziehungsweise in der Mitte, dass wir also hier nicht so einen Wahnsinnsdeckel oben drauf haben. Ja, das sind unsere Brioche-Buns. Die hier packe ich mal weg. Ja, dann kommen wir zu den normalen Hamburger Brötchen. Fangen bei Netto an. Ja, riecht also nicht so stark nach Butter. Hat irgendwas an Geruch, was ich nicht identifizieren kann. Ich würde sagen, schon ein bisschen verbrannt. Ganz leicht, aber ist natürlich rein subjektiv. Ansonsten von der Optik her, ja, klassisch vorgeschnitten mittlerweile. Kriegt man die auch auf? Kriegt man nicht auf, sind nicht richtig. Oder wieder zusammengewachsen. Ja, hier. Zack. Aldi. Guter Geruch. Schon fast, geht so ein bisschen in die Brioche rein. Also gar nicht mal so schlecht. Ja. Gefallen mir gut. Ist natürlich immer, das ist natürlich, ich sag mal so, hier haben wir so einen Einzelpreis von 17 Cent. Pro Brötchen. Ist natürlich schon anders. Offensichtlich gleiche Schnitttechnik zum Aufmachen. Und die bröseln ja immer auseinander. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, wenn man die benutzt auf dem Burger. Dann fällt er doch ziemlich stark auseinander. Weil die natürlich, wenn die durchsuppen, ziemlich stabil und instabil werden. Gleicher Geruch. Hier nur ohne Sesam, ansonsten dürften die auch ziemlich gleich sein. So, sehen von innen ganz genau so aus. Dann die großen. Oh Wunder, wieder der gleiche Geruch. Halt etwas größer. Das wird tatsächlich, glaube ich, schwierig, wenn man das essen will nachher. Wenn man damit einen ganzen Burger macht, wenn man beim Rest angekommen ist, dürfte das nicht mehr so formstabil sein. So, vorsichtig aufmachen. Auch von innen absolut gleich. Der ist einfach nur größer, würde ich jetzt mal sagen. Wieder der gleiche Geruch bei Kaufland. Wenn man die einmal durchtauscht, dann erkennt man auch wirklich null Unterschied mehr, ne? Ne, die sehen wohl ziemlich ähnlich aus. Oder gleich. Ja. Also auch das Öffnen ist bei jedem absolut gleich. Und auch von innen, man sieht hier in der Mitte noch so, dass es ein bisschen zusammen war, was man auseinanderreißen muss. Das ist wahrscheinlich, damit die nicht zu früh auseinanderfallen. Die erscheinen mir ein wenig dezenter. Aber ich kann mich auch täuschen. Das ist doch kein Unterschied. Außer, dass die ein bisschen platter sind, aber das kann natürlich auch lagerungstechnisch entstanden sein. Also ich möchte mal behaupten, das sind dieselben. Da seht ihr, wenn er einmal kurz abrutscht, reißt die hier direkt schon das Brötchen kaputt. Und beim Öffnen... Selbe, oh, guck, die bricht hier, das ist das, was ich meinte, die brechen nämlich ziemlich schnell durch. Ich kann es nicht vernünftig auseinander machen, dann müsst ihr ein Messer nehmen. Ja, den Grill haben wir schon mal vorgeheizt. André, jetzt baue ich dich auf dieser Seite. Du musst mit testen. Du guckst mich so verwundert an. Testen? Du hast die noch gar nicht angeröstet. Ja, wir probieren sie einmal nicht angeröstet, ja, und einmal angeröstet. Da bin ich mal gespannt. Und wie gesagt, zum... Neutralisieren, ne? Richtig, ganz wichtig zwischendurch... Damit wir immer wieder dasselbe Basisgefühl im Mund haben. Prost! Prost, Leute! Prost!
Nicht Echsen. Nicht Echsen, nein. Also ich würde sagen, hier brauchen wir, glaube ich, nicht alle probieren, weil die dürfen ziemlich gleich schmecken. Ja, genau. Das sind dieselben Hersteller, die Zutatenlisten sind absolut gleich. Das heißt, da probieren wir einmal so hier. Hände sind natürlich gründlichst gewaschen. Ich bin Schlosser, ich kann waschen, wie ich will. Ja, so viel Geschmack ist ja nicht dran, ne? Ne, da ist tatsächlich nicht so viel Geschmack dran. So würde ich erstmal sagen, ja, angenehmer Geschmack. Ja. Das sind die von Kaufland jetzt gewesen, aber wir können ja mal zum Vergleich. So, wo soll ich meine Hälften stapeln? Stapel da im Garten, der Hund wird sich das schon nehmen. Da will ich mal hier ab. Also wir werden sie nicht alle essen. Wir haben uns hier geopfert, natürlich für euch das zu testen. Nicht nur geopfert, wir machen es logischerweise auch gerne, aber alles aber so essen. Viel, so viel Brot habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Liegt glaube ich, nicht, ist nicht drin. So, die brechen wir mal hier durch und ihr seht, das geht also wirklich, wirklich sehr einfach. Das sind grobporiger, ne? Ja, die sind genauso. Ne, wie die davor. Die sind nur größer. Ja. Schmeckt genauso. Mhm. Aber ganz genauso. Nicht viel anders. Oder nicht anders. Ne. Wie gesagt, der größte Nachteil an diesen Buns oder an diesem Burgerbrötchen finde ich ja immer das, was wir gerade schon gesagt haben, wenn wir uns mal so ein Ding nehmen und das mal so... Ja. So zerbröseln, dann habe ich hier nichts mehr. Dann habe ich hier nur noch. Ist mir früher auch ganz oft passiert, ne? Bis ich die anderen für mich entdeckt habe. Ja. So, wir fangen jetzt an tatsächlich mit denen, die wir am besten kennen. Das sind die von Edeka. Wenn ich die mal auseinanderreiße, man merkt schon direkt, die gehen also wesentlich schwerer auseinander, weil sie einfach viel stabiler sind. Und da kann man auch. Ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen drückt, mal so ein bisschen bröselt, die fällt nicht so schnell das auseinander. Fällt also bei weitem nicht so schnell auseinander wie die anderen. Ja. Mhm. Ungeschmacklich besser. Mhm. Mhm. Klar. Sehr gut. Hier schmeckt man jetzt eine leichte Süße raus, mhm. Einen leichten buttrigen Geschmack. Also das nach wie vor richtig, richtig gute Buns, die tatsächlich, die kann man so essen. Will man direkt mehr essen. Achso, die schmecken wirklich gut. Mhm. Die nächsten. Ja, jetzt nehmen wir uns die von Kaufland vor. Oh, die fühlen sich schon komisch an. Also die sind durchaus stabil. Wenn ich jetzt hier mal so ein Stück nehme, ja, das hat nicht so einen Bröselfaktor wie die anderen. Geschmacklich. Sind auch etwas süßlich. Mhm. Geschmacklich nicht schlecht. Aber die Edeka waren besser. Ja. Genauso würde ich es auch sagen. Also nicht schlecht. Aber wir hatten auch schon bessere. Ja. Dann Penny. Also wie gesagt, hier sehr, sehr schöne Optik. Bricht sich auseinander wie Edeka. Fühlt sich auch gut an. Ja. Ist gut. Sind gut. Ich schmecke da keinen Unterschied zu ja. Edeka. Ja. Vielleicht merken wir was beim Angrillen, aber die sind wirklich gut. Ja. Schmecken wirklich sehr gut. Mhm. So. Dann Lidl. Farblich leichter Unterschied. Bricht sich ähnlich. Aber riechen nicht so angenehm, finde ich. Also das ist ein bisschen, geht so ein bisschen ins Künstliche rein. Ich probiere sofort. Mhm. Da ist irgendwas. Die schmecken zu süß. Ja, irgendwas nicht so. Irgendwie so ein Nachgeschmack. Mhm. Die schmecken mir also zu süß,
zu sehr in diese Richtung gepusht, so Brioche und die sind mir zu intensiv. So künstlich ein bisschen, ne? So. Ist nicht meins. Mm-mm. Dann, Aldi. Sehen also tatsächlich aus wie Penny und Edeka. Reißen sich auch so auf. Mhm. Im Geruch schön dezent. Mhm. Geschmacklich. Ist gut. Mhm. Die schmecken gut. Ja, geschmacklich. Die schmecken richtig gut. Kann man kaufen. Also die schmecken, die erinnern mich so ein bisschen an, also bei uns heißt das Stutenkerl. Ja. Zu Weihnachten, diese kleinen Männer mit der Flöte da aus Teig. Das geht schon. Sind die vielleicht auch aus Brioche-Teig? Wahrscheinlich. Also das erinnert, zumindest ein Butter drin, das erinnert ein bisschen daran, aber geschmacklich. Schmeckt gut. Wirklich gut. Mhm. Also ich probiere nochmal Edeka dagegen. Ich find die von Aldi fast besser. Ja? Mhm. Ich kann noch nicht mal sagen, welches besser oder schlechter ist. Ja, also tatsächlich richtig, richtig gut. Netto. Ups. Also hier hat es den Deckel richtig schön, man hat es auch gehört, zerrissen. Ja, lass uns das mal hier so. Hm? Die Portionen werden immer kleiner für mich. Ich glaube, wir haben noch genug da. Was ist? Die schmecken nicht so intensiv butterig. Wollte ich gerade sagen, das ist nicht so intensiv. Aber finde ich gut. Aber nicht schlecht. Mhm. Das lege ich mal dahin. Ja, wir müssen hier gleich sowieso erstmal sauber machen. Weil jetzt legen wir die einfach mal alle auf den Grill. Lassen wir mal. Ich gehe mal wieder zurück. Ja. Ich bin satt. Ja, super. Ein bisschen was haben wir noch. Also für mich jetzt geschmacklich, ich muss sagen, tatsächlich am meisten überrascht mich das hier von Aldi. Netto auch gut, Penny gut, Edeka bekanntermaßen genauso gut. Die spielen alle vier in einer Liga. Aber wie gesagt, am meisten überrascht hat mich tatsächlich Aldi. Und wer es nicht so butterig mag, aber trotzdem schönes Brioche mag, am besten hier zugreifen, zu dem von Netto. Ja, jetzt legen wir sie mal auf den Grill. So, wir legen die alle hier quasi direkt auf unseren Gasgrill drauf. Ist natürlich völlig egal, woher die Hitze kommt, ob ihr jetzt Gas nehmt oder ein Toaster oder sonst irgendwas. Nur halt die Innenflächen einmal anrösten und dann probieren wir gleich. Alle sind einmal getoastet, nur die Innenseiten, wie gesagt. Das Ergebnis ist da relativ ähnlich, möchte ich mal behaupten. Und dann probieren wir da auch nochmal. Ich mache hier als erstes, also das wird nachher völlig zerbröseln auf dem Burger. Ja, richtig. Hier, probier. Dazwischen. Achso, ja. War das extra? Ja, das war extra. Also es bröselt natürlich noch stärker, wenn man es jetzt hier einmal so... Das ist ja nur ein Patina. Genau, das kennt man. Hier oben ist es tatsächlich noch ein bisschen matschig jetzt irgendwie und hier unten ist es kurz trocken. Ja. Geschmacklich aber okay. Aber das Problem, was wir hier haben, ist halt die Konsistenz. Ja, genau. Okay. Das ist ja nur Fleisch in der Hand. Ja. So. Also sie ließen sich auch alle gleich wenden, alle gleich leicht oder schwierig, wie auch immer. Ich mache das ja immer mit der Hand.
Wenn die Roste heiß genug sind, ist es eigentlich auch kein Problem. So, dann probieren wir einmal das von Edeka geröstet. Jetzt habe ich ein größeres Stückchen. Jetzt hast du ein großes Stück. Schmeckt gut, sofort. Ja, wirklich gut. Geschmacklich auch wesentlich besser als diese Hamburger Brötchen, denkst du mal. Also das ist wirklich guter Geschmack. Ja, da kann man glatt weiter essen. Genau. Und es bleibt stabil, es lässt sich immer noch relativ schwierig auseinanderziehen. Von daher ein Top-Brötchen. Kaufland, das war das, was uns auch von der Optik her nicht so gut gefallen hat, das Vegane. Das ist natürlich ein Klotz hier. Ne? Ja. Das ist also wirklich, ich finde, es ist einfach zu dick. Vielleicht ist das Fehlproduktion, weiß man nicht. Nee, ich hatte die schon mal, die sind tatsächlich immer so dick. Okay. Warum flüsterst du auf einmal? Traust dich nicht zu sagen? Ja. Na, ist okay, finde ich. Ne? Geschmacklich okay, ja. Also schmecken nicht so gut wie die von Edeka. Mhm. Es ist okay. Hier ist wahrscheinlich der Vorteil daran, dass die vegan sind. Dass man da zugreifen kann, wenn man tatsächlich jetzt sagt, ich bin Veganer, ich möchte keine anderen. Aber das entschuldigt natürlich nicht diese Form, finde ich. Ich bin das sowieso, finde ich schon cool, dass du so Hagelschnüre meidest und die Brioche-Buns sind ja mit Ei drin. Ab jetzt isst du weiter. Nein, das ist nur Eipulver. Ach so. Das ist für mich okay. Ah, okay. Industriell gefertigt bedeutet meistens Eipulver. Mhm. Und Hagelschnüre pulverisieren. Genau, dann kann ich die essen. So, Penny. Auch prima zum Zerreißen, genau wie Edeka. Hab kein Bier. Wieder gut. Das ist wieder dieser. Ja, schmeckt, wie gesagt, dieser butterige Geschmack. Sind okay. Obwohl nicht so intensiv wie bei Edeka. Für mich liegt Edeka da auch bis jetzt noch vorne. Ja, dann mal Lidl. Teste auch bewusst die Oberseite. Warum? Damit wir es gleich haben. Achso. Ist mir nicht aufgefallen, welche Seite du immer nimmst. Ist richtig süß. Ist zu süß. Mhm. Also wenn ich da jetzt mir vorstelle, Burger-Kombinationen mit Fleisch, mit zusätzlichen Sachen, ist mir das Ding einfach zu süß irgendwie. Ja. Das wird zu dominant. Ja, ne? Genau. Nicht ideal. Jetzt wieder Aldi. Schmeckt gut. Dezenter Geschmack. Ja. Überhaupt nicht aufdringlich, trotzdem schmeckt es gut. Ja. Sehr lecker. Das wirklich stimmt. Gut. Das stimmt. Und Netto. Schmeckt ein bisschen anders. Ja. Also die von Aldi und Edeka hatten im Geschmack mehr Charakter irgendwie. Mhm. Das ist entweder viel zu süß oder ich weiß nicht, irgendwas stört mich da so dran. Aber ich kann es nicht beschreiben, was es ist. Naja. Ich meine, es ist okay. Schlecht sind die nicht. Also Brioche, also die Brioche-Serie sind alle, sagen wir so, nicht schlecht. Nur manche natürlich stecken sehr raus. Genau. Also für mich tatsächlich jetzt auch nach dem Toasten, nach dem Angrillen,
Am besten Aldi und Edeka. Ja, würde ich auch so sagen. Die sind wirklich gut. Ja. Zur Not, wie gesagt, die anderen sind auch okay, aber die besten sind natürlich Edeka und Aldi auch nach meinem Geschmack. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt mal einen Überblick bekommen über das, was es so gibt und was man so kaufen kann. Ich persönlich, wie gesagt, bin ziemlich begeistert von den Aldi-Buns, die man auch tatsächlich nicht mit Lidl vergleichen kann. Das ist ja meistens immer so ein Kampf, Aldi und Lidl. Aber in diesem Falle, finde ich, ist der Geschmack von den Aldi-Buns deutlich besser. Ja. Genau. Und bekanntermaßen Qualitätsprodukt seit jeher sind die Edeka Premium Brioche Buns. Also richtig, richtig gut. Und ich bin bisher tatsächlich immer nach Edeka gefahren, wenn ich Burger gegrillt habe. Und wir haben hier bei uns einen Edeka, der ist, muss man sagen, nicht der neueste und auch nicht der bestsortierteste. Und die haben ständig diese Brioche-Buns ausverkauft. Es gibt natürlich noch im Umkreis welche, die meisten sind wahrscheinlich auch viel besser sortiert, aber zumindest weiß ich jetzt, wenn ich jetzt nicht mehr so weit fahren will, dass ich die auch woanders kriegen kann und die genauso oder fast genauso schmecken. Aldi ist sogar näher dran. Aldi ist sowieso näher dran, das stimmt. Ja, also ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Wenn ja, gebt uns einen Kommentar, ob ihr es genauso seht. Vielleicht, ob ihr noch irgendwelche Geheimtipps habt. Ihr habt schon mal ab und zu gepostet. Probier mal das und probier mal das. Ich fahre jetzt nicht 25 Kilometer für einen Burger Bun. Das mache ich jetzt auch nicht. Das heißt, der Rewe, der ist so weit weg hier für uns. Aber ansonsten probieren wir natürlich immer gerne, wenn ihr uns da irgendwas sagt und irgendwelche Tipps gebt. Und freundlicher Kommentar wäre super, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch natürlich und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Tschüss und Prost.